Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Baltic Sea unterwegs. Wir sind bereits in Folge 55 und wir haben die Sämaschine schon rangebracht, wir haben die Streumaschine hier schon stehen, wir haben also die Düngemaschine hier schon stehen. Das Feld ist geerntet, gedüngt und da vorne seht ihr gerade den Tiefengrubber hinter den Bäumen wegkommen. Der macht schon ein paar Bahnen, aber da ist er noch mit dabei. Das heißt, da können wir mal gucken. Ja, da macht gerade Bahn 2. Das heißt, da lohnt noch nicht groß, die Maschine anzusetzen. Dann können wir eine Runde durchschalten. Hier ist alles noch zwar fleißig, aber noch nichts, dass wir es machen könnten oder holen könnten. Eins, was wir machen können, ist gucken, wie sieht es mit unseren Preisen aus bei unseren Nudeln. Und die sind eh gerade schlecht. Also das ist auch schon mal gar kein Ding. Dann brauchen wir sie auch nicht groß, ne? Nicht groß wegfahren, so würde ich sagen. Aufbewahren. Ich rede schon wieder Blödsinn hier. So, da haben wir einen Donutpreis. Wir haben einen steigenden Bierpreis. Das ist gut, weil Bier produzieren wir ja gerade die nächste Ladung. So, da haben wir Festpreise. Das ist nicht das Ding. So. Gucken, was wir alles da haben und was wir nicht da haben. Wir könnten ans Heizkraftwerk eine gute Ladung Silage verkaufen. Das ist schon mal keine schlechte Geschichte, muss ich sagen. Ich steige hier mal kurz aus und gucke, wie viel Silage und sowas wir da haben. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall 240.000 Liter. Und Dünger sollte ich beim nächsten Mal auch umstellen. Weil Dünger haben wir 61.000. Das heißt, da sollte ich mal auf das Zukaufen beim Dünger, das sollte ich vielleicht einmal im Menü ändern. Ne? So, dass wir es aufgebrauchen. So, wo haben wir das Ganze denn? Helferbetankung, Dünger. Ist aus. Habe ich schon ausgemacht. Okay, dann passt das ja. Ne, das ist alles super. Dann würde ich sagen, dann können wir mal eine Runde. Wo habe ich ihn gelassen? Hier vorne irgendwo, glaube ich. Da. Dann können wir mal eine Runde Silage verkaufen. Und wenn wir die Silage verkauft haben, dann bringen wir mal das Mehl in die Produktion. Und wenn wir das gemacht haben, dann weiß ich auch nicht. Nein. Wenn wir das gemacht haben, dann bin ich glaube ich gerade vorbeigefahren, oder? Ja. Hier muss ich hin. So. Hat was, ne? So, das ist nämlich geupdatet worden, das Gute. Und der macht jetzt nicht nur überall mehr sinnlose Paletten raus, das wurde von einigen nicht unbedingt so super angesehen, sondern wenn wir jetzt Silage laden, dann tut er tatsächlich so, als wenn wir Ballen verladen würden, und zwar Silageballen. Und das sieht doch sehr gut aus, finde ich. Auch die Kapazität ist nach dem Update hier erhöht worden, was ich auch gut finde. So, ich glaube, ich muss jetzt ziemlich ans Ende fahren. So, da kommt Geld rein. Wir verkaufen jetzt 100.000 Liter Silage. Das ist eine ganze, 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 ganze Menge. Wir haben noch 140.000 Liter über, was eigentlich dann okay ist. Wir haben jetzt gerade 164.000 gemacht. Ich würde sagen, das war schon mal eine sehr gute Aktion. So, jetzt fahren wir erstmal eine Runde hin und holen uns den Mehlpart. Den kriegen wir hier vorne. So, war ein bisschen vom. Ah, die Mehlproduktion ist zwischenzeitlich auch durch. Das ist schon mal schön. So. Das ist nicht super viel, aber man sieht hier schön Mehlsäcke. Auch grafisch super gemacht. Ne? Also. Finde ich echt gut, muss ich sagen. So, ich schätze mal Mehl, da die Flüssigsachen auf der rechten Seite waren. Zucker war da. Ist hier vorne der Mehlpart. So. Und jetzt müsste theoretisch gesehen die Produktion anfangen. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier alles da.
Ja, da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, wir haben es ja eigentlich einigermaßen gut hingekriegt hier. Wir können überall rumfahren, was aufbauen. Machen und tun. Die Produktionen hier sind zwar leer, aber das macht ja nichts. Selbst wenn wir mal neben der Produktion so parken, haben wir immer noch mehr als genug Platz, um durchzufahren. Das ist auch gut. Ich skippe jetzt einmal, um zu sehen, wie viele Bahn es ist. Also ich behaupte, es ist immer noch nicht so super viel. Was wir natürlich machen können, ist aus Spaß mal gucken. Ich glaube aber, da habe ich kein Gerät an der richtigen Stelle stehen. Oder? Nee. Macht aber nichts. So, wir steigen hier einfach mal aus und laufen eine Runde. Ne? Sind ja jung, kriegen wir, na, so bin ich aber. Wir tun so, als wenn wir jung wären. Gehen wir hier die Straße lang und sehen, wir haben hier. Hier wächst es sozusagen. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier auch schon so weit ist. Ja, Feld 4 auch. Und Feld 22 auch. Das heißt, ich müsste mich eigentlich den guten Streudünger hier die nächste Ladung auf den anderen Feldern anbringen lassen können. Damit wir die nächsten Wachstumsstufen hinkriegen. Weil wenn wir die jetzt alle schön mit dem Streudünger bearbeiten und ihn drehen und damit komplett in die falsche Richtung fahren. Nein, also ihn schön mit dem Streudünger bearbeiten, haben wir natürlich eine super Chance, dass wir zur nächsten Wachstumsphase bis zum Morgen vorspulen können. Wir werden natürlich zwischendurch anhalten müssen, alleine aufgrund von unseren Paletten an Nudeln und Bier, die wir natürlich wegnehmen müssen. So, jetzt muss ich hier natürlich erstmal an den Anfang der ganzen Geschichte fahren. Das kriegen wir aber auch hin. Ba, 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 wir sind unterwegs. Wir machen schon mal hier Feld 6. Düngen, da ganz unten. So. Ersten Wegpunkt. Wo war denn jetzt hier der erste Wegpunkt? So, okay, ich bin schon vorbei. Ich hätte von hier ranfahren können. Okay. So, dann lassen wir den nämlich losfahren. Und dann sehen wir nämlich gleich auf der Map, ob er die nächste Düngestufe macht. Aber es sieht auch schon farblich so aus, als wenn er das machen würde. Ich lasse ihn erstmal 2-3 Meter fahren. Wir machen derzeit mal wieder unsere Karte auf hier. So. Und stellen fest, dass das vollkommener Quatsch ist, was ich hier mache. Mann, ich habe wieder mal nicht aufgepasst, ne? Die Streudinger sollte man schon ausmachen. Ich muss die beiden hier schon gar nicht mehr, weil die sind ja schon. Ich wollte auch nicht durchskippen. Ich mache heute echt nur Blödsinn anscheinend. So. Nochmal. Die sind ja schon. Ich muss ja gucken, was mit der 22. Da hätte ich hingemusst. Das gute andere Stück ist ja. Die hier sind doch schon fertig. So, 6 und 4 ist schon fertig. Die 22 aber nicht. Deswegen 22. Dünn. Hier ist ein Wegpunkt. Ich muss mich wieder nur erinnern, wo das Schild ist. Und ich meine, es ist gleich hier. Ja, ha, richtig. So, und einstellen. Das müsste jetzt richtig sein. Ja, ich sehe hier eine farbliche Veränderung. Ich sehe, dass er ein paar Zuführungswege hier machen wird. Also, das wird eine Sekunde dauern, bis er hier so weit ist. Aber wir sehen, da wird die nächste Düngestufe gemacht. Ne? Solange ich hier jetzt drin bin im Menü, geht es hier jetzt nicht weiter, sondern er aktualisiert es nur, wenn ich rein und rausgehe wieder. Seht ihr selber, aber wir sehen, er macht es ja. Ne? Gut. Das hat auch schon mal was. Dann gucken wir mal weiter. Die hier sind es wahrscheinlich noch nicht so weit. Die 1, die könnte vielleicht noch so weit sein. Mal gucken, wir hatten noch hier ein Fahrzeug stehen. Da. Einsteigen. Mache ich aber nur, um einzusteigen. Ich will eigentlich gar nicht. Und jetzt will ich hier schön in die Wand laufen, weil ich meine Maus noch nicht wieder aktiviert hatte. Sehr geschickt. Da will ich auch nicht hin. Hier will ich auch nicht hin.
Ich will dahin. So, ich will nämlich irgendwie ist mein Laufen gerade sehr schnell. Ich wollte mich über Feld 1 gucken. Ja, und hier ist auch eine Wachstumsstufe zu sehen, meine ich. Ich kann es natürlich auch einfacher machen und einfach mal gucken, ob wir hier eine andere Wachstumsstufe haben. Ja, seht ihr selber, ne? Also demnach müssten wir jetzt eigentlich die 1 und die 33 auch noch düngen können. Der dann mit der 22 durch ist. Und wenn er mit der 22 durch ist, werden wir wahrscheinlich erstmal hinfahren und ihn auffüllen müssen. Weil da wird bestimmt einiges dann durchgekleckert sein. So, dann gucken wir jetzt hier nochmal nach ihm. Er ist jetzt schon durchaus ein paar ordentliche Bahnen weg. So, dass ich jetzt wage, hier zur Seemaschine zu kommen. Dann wage ich es nochmal, die Karte aufzumachen. Aber wir müssen natürlich nochmal gucken, was für eine Übersicht habe ich denn jetzt hier. So. Also, wir haben auf jeden Fall Weizen, Weizen zweimal. Wir haben Mais. Wir haben Gerste hier, Gerste da, Gerste da und wir haben Soja da. Das schreit theoretisch gesehen nochmal nach Soja, oder? Oder nach Raps. Wir können auch genauso gut Raps nehmen. So. Die Maschine kann ja schließlich. So, hier werden wir jetzt gleich was einprogrammieren müssen, weil er hat natürlich hier auch nichts. Und wir können das hier auch ohne Vorgewende machen, weil wir sehen, dass es bei dem anderen funktioniert. Ja, was immer mehr. Ne? Steht auf Sehen, das ist schon mal super. So, 3,10 Meter, das ist auch super. Wir sind auf Feld 3. Da, wo du gerade rumlungerst, mein Freund, ohne Vorgewende. Und dann zeig uns, was du hast. So, sehr schön. Dann speichern wir das ab. Feld 03, Sehen 3,1 Meter. Sehr schön. Ersten Wegpunkt einstellen und los. Das ist der Trick. So, ja, er ist unterwegs und wie ihr seht, hat er einigermaßen gut Vorsprung. Die Seemaschine geht hinterher. Ich habe jetzt den Streudünger nicht dazwischen gemacht, weil er eh 22 macht. Und wir haben, wenn wir nämlich hier gucken, in der aktuellen Wachstumsphase hier eh noch die 41 und die 25 auch noch drin. Das heißt, die kann dann zusammen gedüngt werden mit der 3 zusammen. Ne? Also da haben wir auch wieder 3 Felder zusammen. Das ist dann okay. Hier habe ich ein bisschen mehr vorbereitet, aber wie gesagt, die anderen haben wir auch teilweise noch dazu gekauft oder teilweise sehr spät erst geerntet. Und so ist das dann halt, ne? So. Ich stelle mal die Taschenlampe aus. Was für eine Einstellung. Die Palette ist noch nicht voll, oder? Oh, 95%. Okay. Ich habe nur eine ganz Millisekunde vorgespult, damit ich hier einmal die Palette wegholen kann. So. Oh, das war falsch. Den Arbeitsvorgang starten ist U. So. Lichter machen ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt brauchen wir nämlich hier einmal nur einen Kreis gehen und holen eine Palette Nudeln hier weg. Dann läuft der Spaß nämlich auch, wenn wir vorspulen wollen. Bier braucht länger. Das ist aber auch kein Ding, weil Bier hat ja auch den großen Vorteil für uns. Dass wir dass wir 5 Paletten kriegen. Ne? So, Ladevorgang ausmachen, Licht ausmachen. Wir laufen nochmal sicherheitshalber zum Bier rüber. Ich mache die Taschenlampe nochmal an. Jetzt sieht man auch ein bisschen was. So. Ihr seht selber, ne? Aber wie gesagt, dafür sind es ja auch 5 Fässer gleichzeitig. Und man kann das mehr in Ruhe machen. Zweiter Punkt ist, wir müssen natürlich auch mal gucken, ist hier überhaupt noch alles da. Oder müssen wir es da was Neues kaufen noch? Wir sehen, wir haben noch Paletten, wir haben noch Wasser, wir haben noch Hopfen. Aber Hopfen ist nur noch 10%. Hm. Das ist der Punkt. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal
hin. Mach den Shop nochmal auf. Da müssen wir, glaube ich, unter Palette gehen hier. So. Und ich glaube, die richtigen sind die hier. Ich weiß gar nicht, wie viel da auf einmal drinne war. So, ich habe den Spaß erstmal gekauft. So. Dann hüpfe ich, ne, hüpfen ist das falsche Wort, dann laufe ich zurück. Mach die Hilfe aus. So, hier sind wir richtig. Bin hier sehr dicht rangefahren, oder? Ne, das geht eigentlich, okay. Jetzt werde ich nämlich dann hier mal die Nudeln abladen. Und dann werden wir, aber das wird leider erst in der nächsten Folge passieren. Wir sind nämlich leider schon wieder am Ende der Folge, so schnell geht's. Dann werden wir in der nächsten Folge nämlich den Hopfen nochmal eine Runde anliefern und dann mal gucken, was die Donuts so machen. So einfach ist das Ganze. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen und ein Abo freuen. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.